Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight, hier während des Halloween-Events mit dem guten Geist. Und dazu nutze ich die Perks Bluthund, Eisernen Griff, Niemand entrinnt dem Tod und trifft deine Wahl. Und wir sind hier auf den fauligen Feldern und hier ist schon jemand irgendwo hingerannt, da hinten. Ich habe auch zwei Addons dabei. Einmal, dass die Überlebenden den Ton nicht lokalisieren können, wenn ich mich glocke. Und das zweite ist, dass ich mich sehr schnell wieder glocke. Also wieder unsichtbar mache. So, der erste liegt. Und mal gucken, ob wir gleich ein toller Eventtag in der Nähe ist. Nee, ist relativ, aber ich habe einen im Griff, da geht das. Außer er hat einen Shadow Strike, weil es gibt eine Obsession. Also wird ein Strike wahrscheinlich im Spiel sein. Aber den hab ich genommen. Bing bong. Und weg. Genau, es wurden drei Opfergaben verbrannt. Ich selbst hatte leider mit meinem Geist keine. Also gibt es für mich auch keine Sonderpunkte. Aber drei Opfergaben heißt... Oh, hast du schon gerettet? Okay. Ja, ist natürlich jetzt blöd, direkt auf den Wald zu gehen, aber... Okay, Mac. Oh ne, ich will mein Serum. Und weit liegt nämlich gerade hier noch so im Bereich der Haken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es wurden nur drei verbraucht. Das heißt, es gibt maximal fünf Special-Haken, was nicht ausreichend ist, um ein... Hier wurde gerade eine Pflanze gemolken. Was nicht ausreichend ist, um einen kompletten Serumbalken zu füllen mit dem Killer. Was macht die Mac hier? So, ich sage jetzt die Mac, da kann die Claudette retten gehen. Und ich hoffe mal hier hinten, nee, nicht dahin rennen, das sind keine Haken von mir. Noch hier rechts von mir ist glaube ich noch einer gewesen. Ist das auch? Nö. Okay. Vielleicht hat sie aber Zeit gelassen mit retten. Ja, genau, hier ist noch ein Haken. Wenn es doch wieder die Claudette war. Aber ich vermute es einfach mal. Und darum glocke ich mich jetzt zurück. Und hoffe, dass trifft eine Wahl, die Claudette trifft. Beziehungsweise, dass ich die Claudette finde. Und hier reinspuren? Hier sind reinspuren. Wo ist die Frage, wer rennt da? Ah, eine Mac. Na gut. Vielleicht auch noch die Mac, die gerettet hat. Man weiß es nicht. Weiß sie, dass ich hinter ihr bin? Möglich wäre das. Und gleich trifft meine... Ist meine... Trifft deine Wahl nicht mehr aktiv. Den Sprung schaffe ich nicht. Ja, sie hat gerettet und trifft eine Wahl, weil es wahrscheinlich so die Master-Timing, wie das noch funktioniert hat. Weil eigentlich war, bei mir war der Puck eigentlich schon ausgegraut, aber das war wahrscheinlich so die letzte Zehntelsekunde, die es noch wo es noch gereicht hat. Ja, ich sehe leuchtendes Blut. Block, block. Ja, es war... kann man jetzt davon von Tannen reden? Ich habe halt ihr Blut gut gesehen. Okay, ich habe halt Bluthund dabei, da sieht man das halt so gut. Ob ich bis da hinten hinkomme? Ich habe zwar eisernen Griff, aber... keine Erregung. Ich versuch's einfach. Was jetzt? Okay, ich bin die Buggy gerade. So, wer hat gerettet? Claudette oder Dwight? Oh, die haben gleich geheilt. Das heißt, sie werden vielleicht noch in der Nähe sein. Dwight. Aber Dwight, du weißt doch, dass du tot bist. Okay, die da hinten hat sich sterben lassen. Warum auch immer. Knock, knock.
Okay, Mac ist wieder voll geheilt. Hier ist jemand gewesen. Hier ist noch jemand. Mac! Wo willst du denn hin? Da ist keine Palette. Ups. Aber ich kriege an keinen Haken. Aber der Special-Haken ist da hinten. Na gut, ich muss es eigentlich gar nicht versuchen. Was ist denn hier? Weil ich brauche ein zweites Spiel, um mein Sirup-Flächen voll zu bekommen. Und ich kriege jetzt ja keine Punkte dadurch, nur durch die hinten Hänger. Und ob ich jetzt im nächsten Spiel ein aufhänge oder zwei aufhänge, ist eigentlich gehauen wie gestochen. So. Wo ist Claudetti? War sie hier? Ja, sie hat schon gearbeitet. Kann dies sein, dass Claudette direkt retten gerannt ist? Ah, nee. Da sitzt jemand und das ist bloß die verdorrte Blume. Oh, ich bin zu weit, zu nah dran für. Triff deine Wahl. So, jetzt. Das haben sie ja endlich mit dem Patch geändert, dass man jetzt sieht, wie weit man weg sein muss, damit Triff deine Wahl triggert. Also ähnlich wie bei Aufgezerrter Hoffnung. Da sieht man es ja auch, wie weit man weg sein muss, bis man die Tokens bekommt. Okay. Mac hat sich einfach versauern lassen, beziehungsweise die Claudette hat Mac versauern lassen. Ist zwar nicht schön fürs Teamplay, aber okay. Dann ist wahrscheinlich die Claudette jetzt auf Hedge-Suche. Nicht genauso. Generatoren abklappern macht jetzt keinen Sinn mehr. Außer Claudette hat sich zurückgelassen, hat darum alle umbringen lassen. Dass jetzt super schnell die... Da ist jemand. Da. Sneaky, sneaky. Hab ich ja mal gesehen. Problem ist nur, die hat anscheinend noch einen Strike. Die hatte ich bis jetzt noch nie getragen. Vielleicht kann ich jetzt in der Nähe von dem Haken umpatschen. Okay, jetzt. Da steht auch noch die Palette. Okay. Ich dachte, sie läuft so ein Stückchen zurück. Aber hat sie auch irgendwie. Wo ist die Hedge irgendwo? Aber sie hat sich mitgekriegt. War rechts von mir im Felde. Und es ist gut, dass ich das weiß und sie nicht. Okay, hier hinten ist keine Palette mehr. Bleib stehen. Und stattert, aber hat ja nichts gebracht. So, mal gucken, ob ich die Suchstelle tragen kann, dass sie in den Keller fällt. Wenn es zwei ist. Ah, ist nicht reingefallen. Jetzt kann sie bestimmt zur Hedge rennen. Ne, sie ist falsch abgebogen. Immer schön dem Blut hinterher. Glock mich mal. Natürlich kann ich meinen Sprint boost. Immer schön gut. So, sie bleibt da stehen. Ah, dass sie das noch geschafft hat. Nein. Der ist wieder verpasst. Zwei. Drei. Warum geht das nicht zu? Scheint nicht, weil er nicht mehr jagt ist, ne? Hinten runtergesprungen, okay. Oh, hab ich gesehen. Die hat schon wieder Deadheart? Was?
können die denn jetzt schon wieder dettert haben? Die hat das hier genutzt, bevor ich sie hier am Keller niedergeschlagen habe. Und jetzt hat die das schon wieder gehabt. Die ist ja die ganze Zeit gerannt. Komisch. Aber entweder ist sie taub oder sie hat sehr schlechte Soundaufgabe oder sehr leise gemacht, weil wo die hier lang gerannt ist, man hört die Hedge so deutlich, die ist hier so den Weg lang gerannt, dann hier hochgerannt, statt einfach zur Hedge zu rennen und reinzuspringen. Das hätte die sowas von locker geschafft. Naja, Pech für sie, gut für mich. Niemand ist entkommen. Mit dem schönen Baumgeist. Zwei Drittel haben wir gefüllt, mehr ist leider nicht drin gewesen. Okay, ein Sechstel war noch drin, aber das wäre dann eh egal. Ja, 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 ja. Ich stimme da voll zu. Ja, natürlich hat es einfach, ne? Ne? Also, was sollen wir doch noch dazu sagen? Schlecht gelaufen für sie, kann da nichts dafür. Oh, wir haben Level 100 erreicht, beziehungsweise Hingabe 1. Gerade geschafft. Yay! Oh, ich hab's gar nicht gesehen, ob es hier oben einen Special-Effekt gab. Okay, es ist hier unten grün. Super. Genau, hier, das ist, keine Entfernung und Richtung. Also, das klingt so, als könnte er ganz nah sein oder ganz weit weg. Das ist für alle random. Und hier war halt deutlich schnelleres Einhüllen. Hätte der mal hier noch ein Dings mitgenommen, dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, wenigstens vollen Sirup zu bekommen. So. Mr. Nightfox. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, muss ja gar nicht sagen, ich habe gar nichts mitgenommen. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.